Knalltrommelfeuerwerk direkt in euer Herz, hier locker beim Autofahren. Ja, ich merke es ja immer wieder, ihr schreibt mir alle und ich sehe es auch in anderen Videos, in Talks. Das Interesse ist halt sehr groß. Es wird immer wieder die Frage gestellt, ob wir Pyros oder Pyrotechniker, wer auch immer da so ein bisschen in der Materie drin ist, was wir darüber denken, ob Silvester dieses Jahr wie gewohnt, beziehungsweise letztes Jahr war es natürlich eine Katastrophe für viele, aber wie gewohnt stattfindet. Und ja, ich dachte mir, ich sag einfach mal ganz kurz, einfach locker hier, ohne jetzt mir viele Gedanken gemacht zu haben, aber die macht man sich ja dann doch irgendwo auch unterbewusst und zwischendurch und so weiter und man redet mit vielen Leuten. Ich muss ganz klar sagen, die Angst, dass der Feuerwerksverkauf dieses Jahr nochmal unterbunden wird und nicht stattfindet, das ist sehr unrealistisch, zumindest sehr unrealistisch aufgrund der Corona-Bedingungen oder Pandemie oder wie auch immer, der Einschränkungen bezüglich der Corona-Situation. Ja, das gab mehr oder weniger nachvollziehbare Gründe letztes Jahr, darüber lässt sich natürlich streiten, dass jetzt aber so viele Leute dann angezogen werden durch den Feuerwerksverkauf und auch durch das Abbrennen von Feuerwerk und das Abbrennen wird natürlich auch mehr, muss man ganz klar sagen, wenn man Feuerwerk frei bei Lidl und so weiter kaufen kann. Klar haben sich das viele auch so besorgt bei in Polen oder wo auch immer oder legal P1, F1 und so, ist ja keine Frage, aber man muss doch sagen, natürlich war das reduzierter dadurch, ne? Das ist einfach Fakt. Klar, sage ich immer wieder, in Berlin ging es ab wie nie und so, ist dem geschuldet auch ein bisschen, dass man natürlich erwartet hat, dass weniger los ist, denke ich. Und da war es halt einfach von der Kulisse her extrem. Ihr habt das ja auch in den Videos gesehen und klar war in der Ecke, ja, da ist einfach das Verlangen nach Feuerwerk, ne, im Ostteil von Berlin einfach extrem groß. Und da war dann auch irgendwo ein bisschen zu erwarten, dass die Leute sich das nicht nehmen lassen. Und ja, dafür, dass es kein Feuerwerk so zu verkaufen gab, oder zu kaufen gab, ganz legal, normal, wie immer, dafür war es wirklich extrem. Und auch unabhängig davon war es ein heftiges Silvester. Es fing sehr früh an, es ging sehr, sehr lange. Ihr habt ja in den Videos gesehen von mir, auch um 4 Uhr ging es echt noch heftig ab. Ja, klar war nicht so viel legales Feuerwerk zu sehen. Das ist alles sehr schade und ich hoffe, das ändert sich dann nächstes Jahr wieder. Und ja, wenn ihr sowas von mir hört, wie dieses Silvester, sowas hört ihr gar nicht, dieses Silvester erst recht und so, das sage ich, denke ich, so auch gar nicht. Aber ich denke natürlich schon, dass umso mehr Druck auf uns ausgeübt wird. Ihr müsst euch einfach vorstellen, Berliner sind einfach von der Mentalität und das, was die gebürtigen Berliner, die schon ein bisschen älter sind, auch so durchlebt haben und so, also dieses Kämpfen und sich nichts sagen lassen. Das ist halt, wir sind wie trotzige Kinder. Will man uns irgendwie was verbieten oder vorschreiben, dann wird es noch schlimmer. So. Das hat mich meine Erfahrung einfach gelehrt. Und deswegen gehe ich davon aus, dass ja, dieser Gegenwind, den wir bekommen, und teilweise ist es leider auch sehr unlogisch, die Argumente, dass das eher dazu führt, dass man halt auch sich denkt, nö, dieses Jahr besonders laut und im Prinzip sind wir höfliche Menschen, die respektvollen Umgang pflegen und auch sehr darauf bedacht sind, dass man jetzt alte Menschen nicht unbedingt erschreckt oder Tiere darunter leiden. Ich finde, das sollten wir unbedingt beibehalten. Ich denke aber trotzdem geht es leider immer mehr flöten, wenn die Gegenseite genauso rücksichtslos ist und einfach uns unsere Leidenschaft nehmen will und immer wieder neue Gründe erfindet irgendwie. Das fühlt sich zumindest für uns so an. Ne? Wir müssen uns einfach versuchen, mehr gegenseitig wieder zu verstehen und aufeinander zuzugehen. Und irgendwo, denke ich, müssen die Leute dann aber auch begreifen, bestimmte Sachen, da wird es schwer, die einfach Leuten wegzunehmen. Vor allem, wenn es da keine richtigen, plausiblen Gründe für gibt. Ne? Und also, nochmal ganz kurz gesagt, ich denke, es wird dieses Jahr kein Verkaufsverbot geben, Corona-bedingt. Also das als Grund irgendwie wegen Überlastung und so weiter, wird natürlich versucht, das ist keine Frage. Es wird versucht, es wird, denke ich, aber nicht durchkommen.
So, es wird aber auf jeden Fall andere Gründe geben, die dann vielleicht besser ziehen. Inwiefern das dann umgesetzt wird oder nicht, das weiß ich nicht. Ich habe halt keine Glaskugel so, ne? Aber auf jeden Fall sind da die Leute extrem dran und werden alles dafür tun, damit es uns so schwierig und unangenehm wie möglich gemacht wird. Es wird wieder die Verbotszonenkarte gezogen, definitiv, die auch für Berliner und so sehr unangenehm ist. Einfach weil dann, ihr habt es ja in Schöneberg gesehen, auch wenn die Medien das alles so ein bisschen anders darstellen, aber, oder in Neukölln gibt es ja auch viele Videos von, im Prinzip die Batterien, die vorher zu 2-3% umgeschmissen wurden oder einfach so rumgeworfen wurden, ne, oder aus der Hand gefeuert worden, wurden jetzt zu 90% einfach so auf die Straße gelegt, auch wenn es insgesamt nicht so viel war. Ja, und dann wird halt einfach gesagt, Leute können damit nicht umgehen. Und ja, es ist natürlich auch nicht cool, sowas zu machen. Es ist aber leider alles so ein bisschen kalkulierbar. Und ja, wenn wir, denke ich, eins genau wissen, dann irgendwo, dass wir nichts wissen. Und mein Gefühl sagt mir halt, dass die Politik schon teilweise auch ganz gut ist im Plan und irgendwie auch weiß, welche Knöpfe sie drückt und wie die Leute dann halt reagieren. Und das ist halt so eine gefährliche Sache. Das heißt, wenn es da sehr ruhig wird, dann macht mir das eigentlich eher Angst, als dass ich jetzt denke, ey, sieht doch alles gut aus. Stellt sich keiner quer. Eigentlich gibt es keinen plausiblen Grund, zumindest irgendwie was ja, die Pandemie oder Corona und so weiter betrifft. Also, let's go. Ganz so optimistisch kann ich das dann leider nicht sehen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Dafür sind wir Menschen einfach zu verlogen und jeder kann nur an sich selbst arbeiten und versuchen, einfach mitfühlender zu sein, ehrlicher zu sein und ja, irgendwie gegenwärtig vor allem, ne? Nicht immer zu viel aus der Vergangenheit und Frust und Ängste aus der Zukunft und so mit in die Gegenwart zu ziehen. Das schadet uns einfach allen und seid unbedingt besser als die Leute, die ihr kritisiert. So, und mehr können wir gar nicht machen. Mehr können wir nicht machen. Und wie gesagt, ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass wir so eine coole Gemeinschaft sind, dass wir nicht mehr mit diesem Kinderkram anfangen und uns da jetzt gegenseitig beefen oder Probleme öffentlich irgendwie austragen oder Streitereien. Sowas muss echt nicht sein. Ich denke, ich hoffe, wir haben daraus gelernt. Gab ja irgendwann mal in diesem Jahr so eine Situation leider. Ansonsten ist mir da aber nichts aufgefallen. Also nach außen hin bitte stark präsentieren als Gemeinschaft, als Einheit und nicht irgendwie wie kleine Kindergartenkinder, die sich gegenseitig irgendwie, ja, wie soll ich sagen, fertig machen. Damit ist uns nicht geholfen. Also wir sind gerade in einer Situation, da sollten wir uns nicht auch noch gegenseitig bekriegen. Auf gar keinen Fall. Leute, gemeinsam sind wir stark und ja, es kommt eine große Überraschung. Ich habe es auch schon angekündigt. Sehr coole neue Designs bald. Checkt es unbedingt ab. Ich freue mich riesig, wenn ihr da meinen Merch kauft. Und damit sichert ihr euch auch auf jeden Fall den Silvester-Rap, den Pyro-Rap 2021, wo ich noch nie so viel reingesteckt habe. Ihr müsst euch vorstellen, sonst kamen bis zu 10 Tracks von mir im Jahr. Jetzt kommt nur einer. Und da ist die volle Energie drauf. Die volle Energie, wie soll ich sagen, ist da. Oder da steckt einfach alles drin. Und ja, die volle Power. Deshalb sichert euch den Song. Also ich will jetzt euch auch nicht verarschen oder so. Der kommt wahrscheinlich trotzdem noch irgendwie, wenn ich es schaffe, mit dem Video dann online auf YouTube, aber halt später. Ne? Also wenn ihr jetzt dann bald den neuen Drop bestellt, macht einfach ein Foto von eurem Merch, ihr müsst auch nicht drauf zu sehen sein und verlinkt mich einfach in der Story, postet es oder schickt mir es bei Insta so als Privatnachricht, Story wäre aber cooler und dann speichere ich euch ab und sobald der Song fertig ist, kriegt ihr den dann als Download und so läuft's. Also Leute, ich wünsche euch wirklich ein gutes Durchhaltevermögen, viel Liebe, Zufriedenheit, bleibt entspannt, bleibt locker, achtet immer, wie gesagt, auf euer Herz, auf euer Bauchgefühl und immer auf die Gegenwart. Ja, macht euch nicht verrückt. Zukunft, Vergangenheit ist nicht wichtig, Leute. Der Moment jetzt zählt. Und jetzt wird erstmal Feuerwerk bestellt, würde ich sagen. Wäre geil über meine Links natürlich. Freue mich dann mal riesig so, weil ich sehe, okay, die Produktvideos und meine Videos überzeugen euch, einen bestimmten Artikel zu kaufen. Das ist immer so ein kleines Lob. Und klar, ihr wisst ja auch, bei PyroWeb zum Beispiel kriegt ihr da nochmal 10% extra. Ist halt
für euch auch einfach geil. Ich kriege dadurch weniger, klar, ist ehrlich so in meinem Fall, aber ist mir auch scheißegal. Mir geht es wirklich mehr darum, dass ihr wegen mir das Feuerwerk kauft, wovon ich überzeugt bin. So. Das ist so mein Ansatz. Also Leute, ich wünsche euch was. Ja, junge Frau, dich habe ich jetzt eigentlich gar nicht angelächelt, sondern euch. Aber egal, schönes Lächeln zurückbekommen. Ja, so schön war es jetzt vielleicht. Das ist Geschmackssache, egal. Haut darin, Jungs, lasst es ordentlich krachen und bis bald.